Herzlich willkommen bei Formel 1 2016. Herzlich willkommen beim Hungaroring. Mit dabei ist wieder der Ending, der den sensationellen zweiten Platz gemacht hat im letzten Rennen in Great Britain. Ja, jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Vielleicht so, dass man es auch versteht. Ja. Ja, positiv auf jeden Fall die letzten zwei Rennen. Ja, die letzten zwei Rennen waren aus meiner Sicht nicht so positiv. Das Heimrennen verkackt, das Heimrennen von Sauber, da sie in Großbritannien angesiedelt sind, auch verkackt. Renault. Entschuldigung, Renault. Ah, oh ja, ich steige an mich erinnern. Genau, die Kurve. Genau, die. Warte, schon immer. Oh, trotzdem jetzt ganz schön auskommen. Ist ja eine enge Strecke. Ist die Fahrbahn nicht so breit. Ja. Oh, da hat man wohl einen Kies gesehen vom Vordermann. So wirkt sie nicht schwer, aber sie hat es trotzdem ein bisschen in sich, finde ich. So sehen sie es, die Kurve haben es. Jetzt fürs Qualifying. Die Kurve muss er gut nehmen. Ja. So. Ah, der ist unabsichtlich zu früh deaktiviert. Zu früh? Ja, unabsichtlich drauf drückt jetzt. Macht ja nichts. Zu früh ist er. Nein, ich hab's wieder deaktiviert. Achso. So, also mit der Variante, das stört natürlich. Ist aber schon weg vom Fenster. So, Räikkönen, oh. 1,27. Das ist schon eine Richtzeit ungefähr. So ein bisschen rauskommen jetzt. Ja, ich auch. So ist die Frage, wo wird man sich einreihen? Der letzte Pole ist auch schon wieder etwas länger her. Ja, wie gesagt, Poles gehen bis jetzt lang nur an Sauber, Mercedes oder Renault. So, Platz 7. Platz 2. Du bist auf P8 gefallen. Super, jetzt bin ich auf P8 gefallen. Das wird nichts. Das Wetter sollte schon bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Nee, die Runde wird nichts. Schon 2,3 Sekunden hinterher. Hinter meiner eigenen Bestzeit nämlich. Oh, weit rausgefahren. Ja, kleinen Fehler. Oh! Und kollidiert mit einem Ferrari. Ah, da fliegt man jetzt zart, na dann. Boah! Irgendein Ferrari hat mich gerammt. Irgendeiner hat hier unbedingt nach vorne gedrängt. Oi, oi, oi.
bisschen die Boxengasse verfehlt, würde ich mal sagen jetzt. Ja, wo ist denn die überhaupt? Gleich in der Kurve und mich hat's voll in die Kanten aufgezahlt, mich hat's weiter geschleudert. Und rauskommen und pack, gleich auf dem Flügel abmontiert. Ja. Gut. So, Platz 9 derzeit. Ja, man wird jetzt an die Box. Also man ist jetzt in der Box. Wird sich kurz das Reifen-Setup nochmal anschauen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, was für Reifen im Rennen gibt, nämlich. Nope, ich auch nicht. Ich glaube Medium. Medium und halt. Die Standard. Ja, Soft, Super Soft und Medium haben wir da jetzt. Also nehme ich an, dass wir es auch im Rennen haben werden. Passt. Genau. Ich werde jetzt Medium. Ja, ich werde jetzt mit dem Soft noch ein bisschen fahren. Einfach. Los. Weil ich eine gute Position habe eigentlich. Ja, ich hatte Super Soft und werde jetzt probieren, dass ich mit den Soft-Reifen noch ein bisschen was reiß. Vielleicht klappt's ja. So, wieder raus. Ja, Mercedes ist auf jeden Fall der Rennstall, der durch die Decke geht einfach. 5 Siege schon in dieser Saison. Der ist verschlafen, aber ist eh wurscht in der Runde. Ja, der Landsmann Ending ist vor mir auf der Strecke wieder. Platz 10 ist man zurückgefallen, hat man von der Box jetzt gehört. Oh. Also die letzten zwei Kurven, die haben sie in sich. So, jetzt geben wir mal wieder Vollgas hier und wird jetzt schauen, durch auch, dass man hier nach vorrutscht. Genau. So, Dritter derzeit. Möchte ich das auch machen. Derzeit Platz 10, da möchte man noch ein bisschen was verbessern. Du bist in die sechste Reihe abgerutscht, du bist jetzt auf P11. Alter, Platz 11 zurückgerutscht. Was ist okay? Na, die Runde bis dahin ist ziemlich okay. Oh. Oh, da fährt man gleich den Latzmann auch ein bisschen raus. Rauskommen und vier. So, wo reiht man sich jetzt ein? Oh. 100 Slummern ist Platz 14. Über der eigenen Zeit. Was hast du für eine Zeit? Oh, 1:28.739. Also ehrlich, gar keine. So gut.
Oh, ersten Sektor ist Bestzeit gefahren. Die Runde ist irgendwie jetzt nicht immer so gut. So, wo wird man sich jetzt einreihen? Oh, ein bisschen rausgetragen. Ja, Platz 8 zurückgeholt. Der Startstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Bis wir jetzt in Schleuder kommen. Oh. Was denn? Hast du hier gerade bis jetzt ins Wanken gekommen? Viermal die Bande berührt. Aber nur ein gelber Frontflügel. Rundenzahl ist zwar trotzdem dahin, natürlich. Aber im ersten Drittel fahre ich immer so gut, habe ich immer Bestzeit. Und dann verliere ich. Verlieren im letzten Sektor. Hamilton legt noch mal drauf. Oh. Nee, das war's jetzt. Ich glaube, besser wird es auch nicht mehr. Wie viel da bist du? Achter. Ich glaube, ich werde die Session beenden. Also, wenn du aufhörst. Ja, okay, dann meine ich auch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich dann sagen. So, beende die Session. Session beendet. Jawohl, nächste Folge. Rennen. Okay, was für Positionen haben wir jetzt dann endgültig? Das werden wir hier sehen. Sechster, siebter werde ich schon sein. Wo sind wir denn? Ah. Fünfter. Und achter. Hieß dann Top 10 in der Pole zumindest. Gar nicht so schlecht. Na gut, dann sehen wir uns im Rennen. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao, Papa. Herzlich willkommen beim Rennen am Hungaroring. Ich bin wieder da, der Fangeber, und auch wieder der Ending. Servus. Das ist nochmal noch 6, 5, 4. Passt. Easy. Cheesy. Muss man jetzt eh beim Rennen anschauen, welche Raffen ich nehme. Ich habe mich jetzt nicht wirklich entscheiden können. Aber wir starten ja hier vom fünften Platz jetzt weg, mitten im Getümmel natürlich. Ja, und die erste Kurve wieder eine Rechtskurve. Also schießen. Da dreht sich schon fast der Verstappen durch den Räikkönen. Und ich drehe mich jetzt. Und Platz 3. In die richtige Richtung. Platz 3. Na, sehr schön. Der Vollkommen habe ich gesehen. Im Augenwinkel gesehen. Platz 4 macht nichts. Dann leider mit Massa bis sie. Oh ja, ja. Platz 7, Platz 8. Wieder alles. Paar Fehler. Ja, wo ist der Kollege Ending? 12. Oh. 11. Wow. Das hat sich. Wieder angefahren haben, Bottas. Ja, die Williams haben es nicht so mit mir in diesen Rennen und ich mit den Williams nicht so. Oh, Bottas. Bottas ist jetzt mit mir kollidiert. Ja, den habe ich gerade überholt jetzt. Oh. Eieiei. So, nein. Alter! Scheiße. Jetzt ist man auf Platz 17 zurückgereicht worden. Zweimal Kollisionen.
die man selber nicht verursacht hat. Alter, gehört. Was ist mit euch los, Alter? Jetzt fahre ich mit Defensive. So, man hat Hülkenberg vor sich, den will man. Was ist hier los? Das war jetzt ein bisschen hart von mir. Jetzt ist er von früh ganz hin. Zumindest der rechte, 16er. Bisschen hart jetzt mit Hülkenberg kollidiert. Ja, wie schaut's bei dir aus? Ja, gar nicht gut. Man ist auf Platz 21 zurückgefallen. Zwei Drehungen, die man eigentlich nicht selber verursacht hat. Und man ist auch ein bisschen durchgereicht worden. Traumstart, kurzzeitig Dritter, aber das war es dann auch schon leider. Und ich hoffe, es bleibt trocken. Oh, schon wieder Dreher. Du? Was ist los mit mir, ja? Ja, ich auch. Zweimal. Ich immer mit dem Frontflügel, da komme ich an jetzt bei den anderen. Wow, beim Tor raus dem Fight hinten eigentlich. 18 und 19. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Oh, und jetzt wieder mit Massa kollidiert. Das ist ja unglaublich. Was ist hier los? Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Oh. Ja, Massa hat schön von der Strecke gefetzt. Mich auch, bin gleich mitgefahren daraus. Du bist aber vor ihm blieben. Ich bin irgendwie besser weggekommen. Also mich hat es gleich so richtig gestellt, dass ich gleich weiter dran bin. Ah ja. Ich da noch 28 Sekunden oh. Sind den ersten. Was? Was ich da noch nicht gefunden habe, ist, wo ich sagen kann, dass ich in die Box möchte. Oder fahre ich einfach rein? L1 und dann. Oh! Schon wieder an die Box angefahren. Unglaublich. Und diesmal ist es total Schaden. Oh shit. Ja, nach zwei Rennen jetzt wieder mal ein Ausfall, der sechste in dieser Saison. Nach zwei sehr positive Rennen. Kann man aber nichts machen, ist so, muss man jetzt damit leben. Man, ich weiß nicht, ich bin jede Runde an diesen Scheiß angefahren. Echt? Ja. Oha. So, aber da ist der Renault wieder im Blickfeld. 38,2 Sekunden hinter dem Führenden werden wir hier jetzt in die Kommandatorenbox gehen und hier das übernehmen. 19. derzeit, der 18. ist nicht so weit entfernt. Der 12. 18. Der 18. ist mein Teamkollege Philippe Nasr. Dann sind die Toro Rosso, Palma, Wehrlein, Alonso, Gutierrez, Grosjean, Button, Bottas, Hülkenberg, Perez, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Verstappen, Rosberg und Hamilton. Weit rausgetragen jetzt. Ja, schon 40,4 Sekunden und da kommen der Indonesier gut in diese Kurve. Und hat den Renault. So, Boxenstopp. Früh, oder? Irgendwie. Ja.
Ich habe mir gedacht, ich probiere es einmal. Achso, steckst auf Medium, Mama. Also okay, ja dann. Ja. Fahr raus, fahr jetzt raus. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr. Mal schauen, vielleicht gibt es ja die einen oder anderen Rennstall, der jetzt zwei Boxenstopps gemacht hat. Oh, der hat mir den Flügel jetzt nicht repariert. Nicht? Nee, aber wurscht. Dieser gelb-rot? Na, rot ist er nicht. Also so hellgrün. Da merke ich, dass bei der andere ist grün. Aber eh wurscht, ist eh nur ein bisschen. Ja, dann werden sie vielleicht nicht reparieren, weil das kostet dann zu viel Zeit. Zu viel Zeit. Ja, eine Minute und sechs ist man hinter dem ersten der Zeit jetzt. Jetzt sieht man natürlich, wenn die Zeit weniger wird, dann kommt man wirklich an dieses Feld ran. Ja, vor allem muss man jetzt aufgrund der Boxenstopps ordentlich hinterher von 19 Sekunden Abstand zum Vordermann. Boah, schöne Ansicht hier jetzt in der vorletzten Kurve. Und jetzt in die letzte Kurve und dann werden wir eine erste Zeit sehen. Wie nahe kommt man ran? 1,6 Sekunden. Eine Minute und 6 ist es. Und es heißt ein bisschen mehr. 1,7 sind es jetzt schon. Und 20 Sekunden auf Massa. Wir werden einmal zum Führenden schalten. Kurz Lewis Hamilton. Und kurz auf Rosberg, der 2,3 Sekunden dahinter liegt. Verstappen, der liegt schon 5 Sekunden dahinter. Raikkonen 7, Ricciardo 10. Ja, und hier schmilzt der Vorsprung einfach nicht. Aber vielleicht auch aufgrund der Medium-Reifen. Button 10. und 22 hat er. Schon Sekunden Rückstand. Ja, wir schauen auf den Teamkollegen von Renault, der ist auf Platz 15 mit 35 Sekunden, dicht verfolgt von den beiden Toro Rosso. Philippe Nase mit 42 Sekunden gerade in die Zielgerade eingebogen. Und hier wieder in Sicht des Renaults. Ja, eine Sekunde hat man jetzt gewonnen auf Massa. Oh, so nicht, so verliert man sie wieder. So, wie sieht's aus? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18. Ja, der Vorsprung schmilzt. Ja, Hamilton baut aus, aber auf Massa wird's weniger. Aber wobei muss man auch sagen, Massa hat mit Haryanto da ein kleines Problem. Problemzone. Kommt da nicht vorbei, der lasst ihn da irgendwie nicht vorbei. Es wird aber noch einen spannenden Zweikampf hier geben. Den schauen wir uns jetzt auch gleich an hier. Massa gegen Haryanto. Wann ist der nächste Versuch zum Überholen? Na, jetzt doch wieder ein bisschen mehr Abstand. Ja, der Vorsprung, der schmilzt. Auch nach hinten von Massa, also so Philippe Nasre an der Box, so wie Daniel Kwiat, Wehrlein, an Alonso gerade rausgekommen. Ja, hier ist man jetzt auch ein bisschen ruhiger, um sich mehr zu konzentrieren, wenn eh der Kollege die Kommentator Aufgabe übernimmt. Ja, kann man verstehen. Und wir schauen jetzt auf diese Rundenzeit, die könnte nämlich interessant werden. 1,7, man baut auch also auf den Führenden ein bisschen ab. Ja, man ist sogar in Sektor 1 wieder Bestzeit gefahren.
Aber das hat man dann wieder verloren. Ja, und jetzt ist Felipe Nasr, der 19. Und Daniel Kwiat knapp davor. Also knapp davor ist gut. Auch wieder 6 Sekunden. Ja, man ist aber in Sichtweite. Ja, man ist in Sichtweite. Man wird jetzt den Teamkollegen ein bisschen hier betrachten, da er auf Soft herumdaddelt. Das war jetzt die Spitzkurve. Oh, nicht gut gefahren jetzt hier die Kurve. Ja, Lewis Hamilton war auch schon jetzt mittlerweile in der Box. Button kommt gerade aus der Box, Gutierrez kommt aus der Box. Sainz ist in der Box. Haryanto fährt in die Box. Macht man da jetzt einen Platz gut vielleicht eben? Massa ist ja glaube ich schon hinter dir, ja genau, Massa ist schon hinter dem Renault. Ja. Und es geht sich auf jeden Fall aus. Der Renault macht wieder einen Platz gut. Und Felipe Nasr auch natürlich. Ja, Massa, der drückt, vor allem mit den weicheren Reifen, die schneller sind. Da wird er sicher näher rankommen. Cochon ist hinter Palma. Auch interessantes Duell hier gerade. Probier das jetzt dann hier. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1. Ja, probiert's! Überholte hier Palma. Oh ja, ja! Ist durch! Hat Palma überholt. Sehr schön von Romain Grosjean auf Platz 11 vorgefahren. Lewis Hamilton weiterhin führender vor hier. Nico Rosberg schon 4 Sekunden. Auf ihn Verstappen schon 9 Sekunden. Raikkonen auch schon 11. Vettel 12. Ricciardo 13. So, an Nasr kommt man immer näher ran. 21 schon von Perez. Also die Top 10, die sind auch ziemlich auseinandergeschnitten. Und wieder ein kleiner Fahrer. Da staubt's beim Renault. Ja, auf die Punkte. Hat man derzeit 30 Sekunden, also 28 circa, hat der Renault. Ist hinterher. Ja, und Massa drückt sie ja auch. Ja, und ich glaube, da hinten kommt, wenn ich das richtig betrachte, Lewis Hamilton wird bald überrunden. Ja, okay, bald nicht, na. Doch noch, glaube ich, ein bisschen Unterschied. Mal schauen. So, der ist. Oder wird spannender beim Umschalten. Geht sich aber nicht aus. Oder? Und er kommt aus der Kurve raus. Nasr und Massa. Oh. Head to head mit dem Renault. Und Massa zieht dann noch zurück. Nächste Kurve. Oh, war halt rausgekommen. Und das war's. Eieiei.
Ja, nächstes Rennen gibt's für viele ein Heimrennen. Denn da geht's nach Deutschland. Und da wird Rosberg zum Beispiel sein Heimrennen, wie Vettel, Hülkenberg und Wehrlein werden ihr Heimrennen da alle haben. Werden sich ja dann auch natürlich gut präsentieren wollen. Und nicht zu vergessen McLaren, Mercedes. Mercedes ja auch ein deutsches Unternehmen. Genau, Mercedes wird... Mal schauen, ob sie dominieren. Aber es scheint vielleicht so, als würde Hamilton heute gleichziehen mit Rosberg. 3 Siege, es war der 6. Sieg Mein Gott. Selber Fehler wie bei mir. Mein Gott. 7. Ausfall in der Saison. Da hat er die Kurve zu eng genommen. Wow, und Lewis Hamilton, 11. Button gewinnt das Rennen, unglaublich. Wir können nur 14. Grosjean, Alonso, was ist hier los? Was ist hier passiert? McLaren gewinnt somit das erste Rennen in dieser Saison. Feiern ihr ersten Sieg. Das ist gut, ja, würde ich mal sagen. Natürlich punkten hier viele kleine. Da sieht man, zurückgefallen bin ich schon. Jensen Button. Ja, Hamilton, der sowieso weit voraus schon ist. Ja, und Platz, letzter Platz, jetzt mittlerweile traurige Gewissheit mit Abstand, Renault. Ja, und ich wollte gerade sagen, da hat man auch Plätze verloren. Na gut, das war's mit dem Rennen. Beide wieder ausgefallen bei Rookies. Es ist der 6. und 7. Ausfall für die Fahrer. Ja, ist so, kann passieren. Wir werden uns in Deutschland auf jeden Fall wiedersehen. In alter Frische. Bis dorthin. Haut rein. Ciao. Baba.